Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll und ich begrüße euch recht herzlich wieder hier zu einer neuen Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, wir haben ja noch eine kleine Quest offen, also warum sollten wir nicht hier einfach mal schnell hier in den Play-Mode gehen und noch eine Runde mit unserem Scroke spielen. Und zwar würde ich aber gerne hier auf Casual erstmal spielen, weil ich ja nicht weiß, wie der ist. Ich habe da schon länger nicht reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe aber noch irgendwie so ganz hinten in meinem Gedächtnis versteckt irgendwie so einen Gedanken, dass der irgendwie nicht so geil war. Mal gucken, wen wir jetzt finden. Und wir haben schon jemanden gefunden. Hallo, wer bist du? Stell dich vor. Ein worthy opponent. Boah. Muss das jetzt wirklich sein? Ein Mage. Okay, wir haben auf jeden Fall eine gute Starterhand. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Den Spider-Tank finde ich sehr stabil. Hier, das ist sehr stabil, das ist stabil. Ja, kann man mal machen. Gegen Fizzy Brizzy. Alles klar. Dann spielen wir mal Karte aus, hätte ich gesagt. Wenn er jetzt nicht einen Einzeldrop hat. Komm, Fizzy Brizzy, du hast keinen Einzeldrop. Er hat einen Einzeldrop. Das heißt, im nächsten Zug kann er... Ah, er kann ihn nicht traden, das ist schon mal gut. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das ein Mech-Mage. Oh Gott, ich hasse Mech-Mages. Ich würde, also wenn ich ehrlich bin, ich würde auch gerne mal einen Mech-Mage spielen. Also einen richtig, richtig guten. Aber ich weiß nicht, irgendwie Mech-Mage... Ich habe halt noch nicht alle Mechs und... Nyeh. You know? Nyeh. Wow. Ah, richtig gut. Vielen Dank. Well played. Und perfekt synchron gesagt. Also, jetzt mal gucken, greift er mit seinem 2-1er mich ins Gesicht an. Er liegt natürlich hinten dann. Muss man dran denken. Und ich kann ihn dann mit meinem Knife holen. Und mein 2-1er liegt dann natürlich noch vorne. Ja, er macht's. Finde ich gut. Und um meinen 2-1 hier nicht zu töten, machen wir das so und geben ihm 1 ins Gesicht. Und wir haben hier schon richtig schön die Karten draußen. Was ich mir mal machen muss, ich muss mir mal diese Piratin da craften, die so viel HP kriegt und so viel Damage macht, wie die Waffe in deiner Hand ist gerade. Okay, dafür Frostbolt weiß ich jetzt nicht, ob ich den gespielt hätte. Ist halt immer so eine Sache, das kommt auf die Ansicht an. Die behalten wir jetzt einfach mal, wer weiß, was er jetzt als nächstes spielt. Weil theoretisch könnten wir dann, wenn er einen High Drop spielt, können wir das draufhauen. Haben dann einen stabilen 3-2er auf der Hand. Ja, oder wir spielen einfach das drauf. Kriegen dann zwar 2 Schaden, aber mein Gott. Das gefällt mir aber gar nicht, ey. Ja, komm, wir müssen die trainen. Kann man nichts machen. So machen wir das. So machen wir das. Holen uns gleich noch ein neues Wäffelchen. Also bis jetzt halten wir noch sehr bedeckt, kriegen aber auch ordentlich schon Schaden, da wir immer traden mit unserem eigenen Körper. Mit unserem Körper. Der bringt dir jetzt leider nichts, Freund. Und wir können ihn auch wieder wegmachen. Aber langsam wird es echt kritisch, weil hier kriegen wir plus 1, hier kriegen wir plus 2, das heißt, wir sind dann auf 4, das ist okay. Boah, langsam echt 19 Schaden, ne? Wir töten uns noch mit unserem eigenen Schaden. Wenn ich jetzt eine richtig geile Karte spiele, dann spiele ich einfach hier Blade Fury. Das heißt also, meine Waffe zerstört und es macht ihm Flächenschaden. Ja, komm, noch was. Yes! Sehr, sehr geil. Komm, buff einen noch. Komm, hau noch eine Karte raus. Du willst es doch auch, komm schon. Komm, mein Freund. Und dann machen wir im nächsten Zug. Ja, Stealth bringt dir jetzt auch nichts. Blade Fury geht ja auch durch Stealth durch, wenn ich es richtig weiß.
Ka-ching! Oh, I'm sorry for that. Das sind 4 und 4 und 3. Also wir haben den gerade doch ordentlich im Griff, den Mage. Aber jetzt kann er einen Flamestrike spielen. Nein, kein Flamestrike. Oh, ich hasse Flamestrikes. Er kann kein Flamestrike. Okay, wir haben gewonnen. Er hat keinen Flamestrike. Und er müsste jetzt einen Taunt auf jeden Fall spielen. Oder mindestens einen wegkriegen. Ja, einen muss er wegkriegen. Ja, gut, und natürlich den. Dann haben wir nämlich noch 3, 6, 7, 8 Schaden, die wir machen. 10 Schaden, die wir machen. Und damit haben wir eigentlich aber trotzdem auch schon fast gewonnen. Haben wir schon gewonnen? Warte mal. 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben gewonnen. So. Locker, leicht und flockig mit unserem Schurken durchgerusht. Oh, ist eigentlich doch ein recht stabiles Deck eigentlich, so wie ich das gerade sehe. Vielleicht hatte ich aber einfach nur gerade Card Luck. Weiß man ja nie, deswegen hängen wir gleich nochmal eine zweite Folge hinten dran. Mal schauen. Jetzt habe ich gerade noch mein Mikro hier ein bisschen hingerichtet. Nächster Opponent, los geht's. Das ist aber jetzt nicht derselbe, oder? Nee, Fizzy Brizzy war ja der letzte Gegner. Fizzy Brizzy, alter Junge! Wie geht es dir heute? Ja gut, das ist jetzt irgendwie gar nicht so eine geile Karte. Den Raid Leader lassen wir doch mal auf der Hand. Ah, ihn brauchen wir nicht. Ihn brauchen wir später. Boah, der wäre jetzt krass gewesen, wenn ich hier das halbe Board voll habe und den dann rausspiele und er macht tatatatatam und er ist tot. Komm, kein 1er Drop. Bitte kein 1er Drop. Nein, kein 1er Drop. Hello. Jawohl. The pleasure is mine. The pleasure is mine. Okay, wir müssen warten, bis wir halt 4 haben, dass wir Knife plus den hier spielen können. Er wird uns jetzt wahrscheinlich eins ins... Er gibt uns nicht eins ins Gesicht. Ein 3er-Draw würde ich jetzt sogar fast mal ausspielen. Dass wir wirklich mal was auf dem Board haben. 4 kann er machen jetzt. Er hat 3... Ja, okay. Nee, kann er nicht machen. Außer er hat jetzt ein Viech mit Charge und das irgendwie nur 1 Mana kostet. Aber das glaube ich jetzt eher weniger. Oder eine Flame Cannon. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Spielen wir einfach mal den raus. Im nächsten Zug werde ich dann jetzt hier Knives holen und ihn rausspielen. Scheint mir eigentlich am sinnlosesten, am sinnvollsten. Okay, er scheint irgendwie nur High Cards auf der Hand zu haben, finde ich gut. Und er spielt auf jeden Fall seine ganzen Zauber für unsere Viecher raus. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, wir werden jetzt trotzdem mal unser Knife packen. Jetzt muss ich halt nur schnell gucken, wie ich das jetzt mache. Als nächstes werde ich dann 5, dann werde ich wahrscheinlich ihn und ihn spielen. Er holt nochmal was aus seinem unstabilen Portal. What the fuck? Naja, der macht uns ja nichts aus. Der arme Kleine. Der arme kleine Bube. Taunt. Und Schaden. Und Gesicht. Ich habe so gehört, Taunt und Schaden und Gesicht, die vertragen sich so gut. Wir beenden unseren Zug. Wir hätten theoretisch auch ihn traden können, aber ich sehe das nicht für sinnvoll, weil wir einen Taunt haben. Was aber jetzt so langsam problematisch ist, wird... So, was zum Beispiel? 2... Ah, shit, was ist denn das hier? Oh! Oh, gefällt mir gut. Oder ich spiele... Nee, das bringt nichts, oder? 5, 6 könnte ich machen. Doch, dann hätte ich einen Down auf jeden Fall. Und hätte auf jeden Fall noch eine starke Waffe.
Das mache ich jetzt einfach mal. Sagt, das ist ja keine Hero Ability, das ist ja eine Waffe. Hallo! Ah, ich gehe ihm jetzt zweimal ins Gesicht, ja. Er tradet dann hier wahrscheinlich. Ah, nee, er holt jetzt sein Firebolt und kann beide traden. Shit. Nicht mitgedacht. Und er hat noch so ein Slug Belcher, hey. Der Slug Belcher ist echt eine ziemlich starke Karte. Und wir können jetzt im Moment leider nicht spielen. Das finde ich irgendwie nicht so dolle. Da muss ich mal gucken, dass wir das hoffentlich bald ändern werden. Das Problem ist halt, er hat so viele Taunts. Das heißt irgendwie, jetzt wäre ein Ding ideal. Dieses Massendamage-Ding da. Boah, da wäre alles weg. Okay. Da wäre echt alles weg. Das wäre richtig, richtig geil. Aber sind die nicht immun gegen Spells? Zählt das als Spell, wenn ich ein AE mache? Ja gut, okay, wir können auch den Shieldmaster spielen. Here we go. Den kann er zwar töten, aber das bringt ihm eigentlich nicht so viel. Und ich werde ihn jetzt einfach auch mal rausspielen. In der Hoffnung, er hat kein Us, der freundliche Herr gegenüber. Aber er ist ein Magier. Ihm würde ich eigentlich alles zutrauen. Ich hasse Magier. Und wir spielen jetzt ein bisschen an der Mitte. Lord. Da läuft mir sogar schon die Ziffer aus dem Auge. Wow. Okay, er rusht mich richtig hart runter. Wir holen uns erstmal ein bisschen Health. Greifen den einmal an, gucken mal, was wir finden. Was wir kriegen. Wind Fury und Taunt. Das Problem ist, dass er jetzt beide töten wird. Aber einer, seine Minions werden auf jeden Fall draufgehen. Er wird hier wahrscheinlich. Er hat seine Hero Ability. Shit. Er hat wahrscheinlich Hero Ability da drauf, dann mit dem 3-3 hier rein, dann macht er mir 5, 6, 7, 8 Schaden. Plus das, was er jetzt noch spielt. Boah, komm, ein einziges Mal diesen komischen Wirbeldingens da und alles wäre weg. Dann könnten wir uns komplett von Anfang an auch wieder aufbauen. Oh shit. Ja, das war natürlich safe jetzt. Hat er noch irgendwie sowas? Nee, er tradet mit dem. Nein! Und ein Secret. Oh shit. Okay, die Runde sieht verloren aus, Freunde. Leider, leider. Ja, Duplicate kannst gerne haben. Schade, dass man nicht bitte sagen kann. Und wir machen ihm jetzt, er wird uns eh töten, wir haben keine Chance mehr. 8 Schaden ins Gesicht. Batsch. Spinne. Und sie ist weg. So, jetzt machen wir hier mal zu, drehen hier dreimal am Rädchen und dann funktioniert das Ganze wieder. Komm, guck dir das von der Silbe aus. Vielen Dank. Oh Mann, schade, dass er den nicht noch auf Ragnaros gemacht hat. Das wäre einfach nur cool gewesen. Ja, okay, well played. Er droht mir? Du drohst mir wirklich? Du mieses Stück.
Weißt du, was ich jetzt machen werde? Das werde ich tun. Okay, der Schurke ist okay, aber noch nicht perfekt ausgereift. Da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall sage ich hiermit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Da gibt es so ein kleines Kästchen, da drückt ihr einfach schön drauf, bitte, alle möglichen Leute. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hearthstone oder in einem anderen Let's Play. Bis die Tage dann. Mein Name ist Scrawl. Tschüss.